Liebe Genossinnen und Genossen, der erste Satz dieses Antrages lautet, ich zitiere ihn, Europa steht in diesen Tagen vor einer großen Bewährungsprobe. Die humanitäre Katastrophe in Syrien und anderen Staaten des Nahen Ostens sowie in vielen Ländern Afrikas erreicht in zunehmendem Maß und tagtäglich die Länder Mitteleuropas. Die allererste Pflicht aller staatlichen Ebenen und aller gesellschaftlichen Kräfte ist jetzt, diesen Menschen zu helfen, sie unterzubringen, zu ernähren, zu kleiden und medizinisch zu versorgen. Ich bin dankbar für diesen ersten Satz, weil er gibt mir die Gelegenheit, auf etwas hinzuweisen, was mich in diesen Monaten schockiert. Es ist der Prozess der Entsolidarisierung in Europa. Wir reden von einer Flüchtlingskrise. Aber diese Krise entsteht deshalb, weil sich nur ganz wenige Länder der Europäischen Union an der Bewältigung der Flüchtlingsarbeit beteiligen. Wir haben 507 Millionen Einwohner in der Europäischen Union, in 28 Staaten. Wenn die sich alle beteiligen würden, ich nehme mal eine Zahl, 2 Millionen Menschen unter 507 Millionen verteilen würden, wäre das kein Problem. Aber die Tatsache, dass 20 Länder hingehen und sagen, wir haben mit der Flüchtlingspolitik nichts zu tun, lässt diese Krise erst entstehen. Und deshalb ein Appell an alle. Alle müssen bei der Bewältigung dieser Krise mithelfen. Und Genossinnen und Genossen, ich will ganz ehrlich sein, ich danke der Malu für den Satz, ich höre nicht auf zu kämpfen. Ja, das tue ich auch nicht. Ich höre nicht auf, für die Idee europäischer Solidarität zu kämpfen. Ich höre aber auch nicht auf, meine Meinung offen zu sagen. Es sind nicht nur rechte Regierungen, die sich nicht beteiligen. Es sind auch sozialdemokratisch geführte Regierungen, die sich nicht beteiligen. Und den Genossinnen und Genossen will ich eins sagen. Zu glauben, man könne auf ein globales Problem wie der Flüchtlingskrise eins ist, mit dem Rückzug in die nationale Politik, in den nationalen Schrebergarten antworten, der verkennt die Realität des 21. Jahrhunderts. Und deshalb, bin ich nicht der Meinung, dass die SPD in Europa falsch aufgestellt ist. Im Gegenteil, die Tatsache, dass diese Partei in diesem Land diese Flüchtlingspolitik, wie diese in diesem Antrag drinsteht, vertritt, ist ein Grund zum Stolz und ist auch ein Grund, dafür zu werben, dass andere Parteien sich dieser Politik anschließen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wo wir bei den klaren Aussagen sind, diese Entsolidarisierung macht mir deshalb Sorge, weil es doch nicht sein kann, dass diejenigen, die die Europäische Union mit viel Geld und berechtigterweise in eigenen Interessen finanzieren, die Nettostaaten, die Nettozahlerstaaten in der Europäischen Union am Ende die sind, die auch die Flüchtlingslast, die Bewältigung der Kosten bei der Flüchtlingskrise alleine tragen müssen. Deshalb ein ganz klarer Appell an die Finanzpolitik der Europäischen Union, und das sage ich als Präsident Ihres Parlaments. Bei der Verteilung der Finanzmittel müssen wir die Flüchtlingspolitik und die Finanzierung und Betreuung von Flüchtlingen in der Prioritätenliste genauso hoch ansiedeln wie die Forderung der neuen polnischen Regierung, dass es höhere Subventionen für polnische Bauern geben soll. Da bin ich der Meinung, muss auch Klartext geredet werden. Liebe Genossinnen und Genossen, und ein Satz zu den Rechtspopulisten in Europa. Die Konjunkturritter der Angst, die in allen Ländern jetzt sich nicht entblöden können, nach den Anschlägen in Paris die Menschen zu diskriminieren, die vor dem Islamischen Staat und dessen Terror fliehen und deren geistige Kinder oder Agenten, die in deren Lagern ausgebildet worden sind, die Typen sind, die in Paris die Anschläge verübt haben. Jetzt die Menschen, die vor diesem sogenannten Islamischen Staat fliehen, als einen Risikofaktor für die öffentliche Sicherheit darzustellen,
ist, aus Opfern Täter zu machen. Ich habe selten etwas Schäbigeres in der öffentlichen Debatte erlebt als dieses Vorgehen. Und die Malu fährt jetzt in ihr Land, in ihr Bundesland, in ein brennendes, zu einem brennenden Asylbewerberheim. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt in Deutschland in zunehmendem Maße Leute, die das bejubeln. Ich will gar nicht über die Brandstifter reden, aber diejenigen, die durch Schweigen oder durch passives Verhalten oder indirekte Zustimmung, indem sie Verständnis äußern, einen sozusagen Akzeptanzrahmen für diese Typen schaffen, denen sei nur eins gesagt. Es gibt nicht nur aktive Brandstifter, es gibt auch geistige Brandstifter. Und wer Asylbewerberheime in Brand steckt oder Verständnis dafür äußert, ist kein Patriot, sondern ein Schandfleck für die Bundesrepublik Deutschland. Die Rechtspopulisten, das ist völlig klar, sind auf dem Vormarsch. Und wir müssen uns ihnen in den Weg stellen. Auch das ist schon gesagt worden. Aber die sind wild entschlossen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist Kampf angesagt. Wir müssen kämpfen. Und jedem, dem so ein bisschen das Motiv fehlt zum Kämpfen, dem gebe ich eine Empfehlung. Schaut mal in die Augen der Flüchtlinge, die bei uns ankommen. Schaut mal in die Augen der Eltern und der Kinder. Was suchen diese Leute bei uns? Sie suchen Schutz. Und sie suchen diesen Schutz, weil sie wissen, sie bekommen ihn in Europa, weil vom Grundsatz die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit, auf die Ächtung der Todesstrafe, auf das Folterverbot, weil wir uns darauf verpflichtet haben, die Menschenwürde an die erste Stelle zu setzen und jeden einzelnen Menschen auch im Asylverfahren individuell zu behandeln, zu schützen und zu betreuen. Die Leute suchen in Europa das Beste, was Europa zu bieten hat, das, was wir europäische Werte, unsere europäischen Grundsätze nennen. Das suchen sie bei uns. Und lassen wir nicht zu, dass diejenigen, die in Europa diese Grundsätze in Frage stellen, auch noch Wahlen gewinnen. Es gilt für uns in diesen Tagen der Satz. Es gilt für uns in diesen Tagen der Satz des englischen Philosophen Edmund Burke, der oft zitiert, aber richtig ist. Der hat gesagt, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Deshalb ist es Kampfzeit angesagt und lasst uns da sein, wo wir immer waren, bei denjenigen, die das Gute in Europa verteidigen, die das Gute in Europa auf ihre Fahnen schreiben. Vielen Dank.